Eine rosige Bilanz, die ich ziehen kann, weil ich leider bitter feststellen muss, dass das Engagement der letzten 10 Jahre, die Arbeit des Runden Tisches, die Arbeit zum Beispiel meines Amtes, aber auch die Anstrengungen von Bund, Ländern und Kommunen und der Zivilgesellschaft leider das unerträgliche Leid von Tausenden von Mädchen und Jungen nicht verhindern konnten, von Tausenden Mädchen und Jungen, die Missbrauch zum Beispiel in ihren Familien, im sozialen Umfeld erlitten haben, die leiden unter ungezählten sexuellen Mobbing oder auch mit großem Anstieg unter sogenannter Kinderpornografie in Terabyte-Dimension. Und auch das unerträgliche Leid der Mädchen und Jungen in den Fällen Staufen, Lüchte und Bergisch Gladbach konnte durch das Engagement nicht verhindert werden. Und es ist ebenfalls bitter, hier heute feststellen zu müssen, auch im Jahr 2020 wird in Deutschland das Thema sexuelle Gewalt zum Thema sexuelle Gewalt ohrenbetäubend geschwiegen, das Thema mit großer Gelassenheit zur Kenntnis genommen, von weiten Teilen der Politik, von weiten Teilen der Gesellschaft und auch der Bevölkerung. Und deswegen fordere ich heute, 10 Jahre nach dem Missbrauchsskandal, für Deutschland einen Pakt gegen sexuellen Missbrauch, einen Pakt für ein ganz, ganz großes Ziel, nämlich die maximale Reduzierung der sexuellen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, die maximale Reduzierung der Sexualverbrechen gegen Mädchen und Jungen. Und das so schnell wie möglich, so konsequent wie möglich und auch in allen Tatkontexten. Wir brauchen in Deutschland den Pakt gegen sexuellen Missbrauch jetzt und nicht erst in 10 Jahren. Und dieser Pakt braucht die uneingeschränkte Unterstützung von allen Bürgerinnen und Bürgern, auch vom ersten Mann im Staat, dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, von Bund, Ländern und Kommunen, den politischen Parteien, der gesamten Zivilgesellschaft, von Schulen und Eltern, vom Gesundheitswesen, der Internetwirtschaft und auch der Medienlandschaft.